5, 4, 3, 2, 1, Hype! Welcome to Pokémon Direct. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Ich sag's jedes Mal, aber dem habe ich mal die Hand geschüttelt. Sein Lieblings-Pokémon ist Kokowai, by the way. Wait, ich muss Alerts ausmachen, by the way. Oh, jetzt geht's los. Gameplay. Oder ein Trailer. Let's go. Ich höre nichts lauter. Okay. Oh, der Rivale. Der Rivale. Der Rivale. Da ist er, der Rivale. Nice. Oh, neue Pokémon! War das ein Schaf und ein Dinosaurier? Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, der Adler! Wow! Das sieht wunderschön aus. Mega? Mega? Oh, das ist ein Raid. Das ist ein Raid! LOL! Die haben einfach Raids eingebaut. Das ist ein Raid! Das ist einfach ein fucking Raid! Und was ist das für ein Megaball? Hey, wer ist das denn? Der Champion? Was zur Hölle? Diese Riesenbälle und die Riesen-Pokémon. Hello, I'm Masuda from Game Freak. Hi, I'm Omori from Game Freak. Jetzt kommt's. What did you think of the video? Today, we would like to deliver the latest news on Pokémon Sword and Pokémon Shield to all of you around the world, right here from Game Freak's offices, where development is underway. Das ist direkt bei Game Freak. You can take on the role of the main character, who resides in the Galar region. After choosing Grookey, Scorbunny, or Sobble as your first partner Pokémon, you will embark on an adventure to become the champion. Your journey will take you through vast and lush grasslands, towns in which you will find humans and Pokémon working together, and many other locations filled with rich personality. Haha, das ist aber cute. Pokémon battles are the most popular form of entertainment in the Galar region. Aha, ja, ja, klar, Pokémon-Kämpfe. Stadiums across the Galar region are frequently filled with cheering crowds that have gathered to witness battles between gym leaders and challengers. The excitement of these battles is often broadcast on television in the Galar region as well. The most exciting part of visiting a new region is, of course, encountering Pokémon that you've never seen before. Jetzt kommt's! Die neuen Pokémon werden vorgestellt. To tell you more about some of the Pokémon that reside in the Galar region, I'd like to hand it over to James, the art director on these games. Hey, Jamie! Jamie! Boah, der Vogel sieht insane aus. I'm James Turner from Game Freak. I worked as the art director for these games. Der Vogel sieht fucking insane aus. Pokémon that awaits you in the Galar region.
but allow me to introduce you to just a few of them. The first Pokémon I'd like to show you Wally. is Wooloo. This Pokémon's defining characteristic is its fluffy fur, this is cute. Which is treasured by weavers in a town in the Galar region, who use it to craft popular specialty goods. This Pokémon here is Gossifleur, the flowering Pokémon. Gossifleur favors places with clean air and water, and its pollen is said to have healing properties. This next Pokémon is called Drednaw. Drednaw, is this a Drache? Pokémon. The sharp and jagged edges of its jaw allow it to bite off chunks of rock and iron. Its vicious nature makes it a difficult Pokémon to tame for all of the most experienced trainers. This Pokémon, boah, das ist cool. Das sieht so cool aus. The sky is called Corviknight. Corviknight bzw. Kragmor. To use when working as a flying taxi, which will take the player back. Das sieht so cool aus. He or she has previously visited. As many of you already know, some Pokémon can evolve, changing their appearance and becoming stronger in the process. Oh, Entwicklung. Gossifleur is one of these Pokémon. Oh. When Gossifleur evolves. Oh, die Entwicklung. It becomes Eldegoss. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber wenn das keine Anlehnung an, wie heißt der? Der Pokémon XD-Typ. Der Afro. That's all I can show you this time. Cutten. Lots more Pokémon living in the Galar region for you to discover. Of course, you can look forward to finding the Pokémon richtig. You're already familiar with. Ah, okay. I hope you're as excited as we are to encounter the amazing variety of Pokémon that inhabit the Galar region. Die Queen Beste. Das sieht so schön aus, wirklich. Meeting lots of Pokémon is one of the thrills of the adventure. And where you will find the widest variety of Pokémon out of anywhere in the Galar region is in a place called the Wild Area. The Wild Area. Ja, das ist die Zone, die wir mal bei der Map-Analyse schon ausfindig gemacht haben. Nature, as far as the eye can see. Different Pokémon can appear depending on where you are Relaxo. And what the weather is like. Meaning there will be new discoveries for you each day. Oh, is this open world? Some of you may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera, allowing you to better search for geil. Items and Pokémon. Search far and wide in das the tall grass, richtig in the geil. Skies above, and even in the lakes. For you never know what you might das find. Ist richtig geil, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr in wollt. In certain locations in the Galar region, a new phenomenon can be triggered that makes a Pokémon giant in size. Ja, das will ich jetzt wissen. Was war das? Strength. Was this ist das? Phenomenon is called Dynamax. Dynamaxing opens up new possibilities in the heated battles performed Dynamax. By and their Pokémon. What the hell? For more details, I would like to turn it over to Iwao, the planning director for the games. Dynamax. Ich dachte ja am Anfang, das ist eher so ein Raid. Hi. I'm Iwao. Der sieht süß aus. And the planning director for Pokémon Sword and Pokémon Shield. Let me tell you more about the new Dynamax feature, which will surely bring about all new strategies to Pokémon battles. Pokémon from the Galar region can Dynamax to not only become massive in size, but also boost their power. Okay. All the moves they know turn into powerful max moves. Die Wolken über den Kopf sind interessant. Once per battle. However, the Pokémon will revert to normal after three turns. So, drei Züge hält das, okay? Mastering Dynamax will be key to becoming a full-fledged Pokémon trainer in these games. Dynamax. Remember that wild area we told you about? If you connect to other players, you'll find more ways to play there. Das ist nice. This is nice. One of these new multiplayer features is called Max Raid Battles. Ja, sie sehen, es gibt Raids. Es gibt einfach Raids. Es gibt einfach Raids in Pokémon, Alter.
Wie krass ist das denn? In Max Raid Battles, the wild Dynamax Pokémon keeps its giant form for the entire battle. Not only that, it also has special powers that make it an extremely formidable opponent. Only one of these four players who have teamed up for the Max Raid Battle will be able to Dynamax their Pokémon in each battle. Okay, so und wie wird das festgelegt? Team will be crucial when taking on these powerful wild Pokémon. Das ist nice. Das ist echt nice. Ich finde das nicht wack. Ich finde das sehr cool. Victorious, you will get a chance to capture the Pokémon in a truly dynamic catch sequence. Aber gilt das dann für jeden? The Pokémon that you can take on in Max Raid Battles also vary depending on where you are in the wild area and the state of the weather. Ah. Among these different Pokémon are some that can only be caught after you defeat them in Max Raid Battles. So we hope trainers will join forces and test their skills against a variety of Pokémon. Ich finde halt diesen strategischen Aspekt in diesen Dynamax Raids nice. Max Raid Battles feature strategic cooperative four-player gameplay against a single Pokémon, which is a first for the main series of Pokémon games. Ja eben, das ist ein komplett neues Feature. It's going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch system's local wireless functionality to tackle these battles with friends in person. Wait, and local? The excitement together. Ach, das geht nur local? With other players over the internet. Ah nee, übers Internet geht das auch, with okay. Trainers from all around the globe. Ja, okay, never mind, übers Internet geht's auch. Try Max Raid battles with all sorts of other players. Next, I would like to introduce some of the people you'll encounter Alter, on your adventure. So viel Content, freut mich. Mehr, immer mehr. Wer ist this das? This guy is the greatest trainer in the Galar region. Ach, das ist der Champ, das dachte ich mir schon. His name is Leon. Deleon. In a region where Leon. Pokemon battles are so widely enjoyed, his undefeated record in official matches is all the more incredible. His popularity is only enhanced by his shining personality, winning him the adoration of trainers across the region. It's no exaggeration to say that he is das the ist most mein fan prominent club, by the trainer way. In all of Galar. Cup. The champion has a younger brother, who also happens to be one of your rivals. His name is Hop. Hop! Hop dreams to one day become Hop. Champion, just like his Hip elder Hop. Brother. And he trains vigorously every day towards this goal. His journey through the Galar region begins on the same day as yours. Ja, ist unser Rival, okay? On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from these two characters. Professor Magnolia is the professor of the Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Sonia is her granddaughter and also serves as her assistant. Was hat die denn für einen Mantel an, Alter? Wisdom and sound advice will surely come in handy throughout your adventure. Guck mal das Detail, wie sie mit ihren Haaren rumspielt. So was gab's früher nicht. Next, I would like to talk about the Pokémon gyms in the Galar region. You and your rival will need to take on the Pokémon gyms throughout the region in order to achieve your goal of becoming champion. These gym stadiums are constructed in very special locations that allow for Pokémon to be Dynamaxed. Ach so, ist das nur da möglich? The gym leaders also have extremely powerful Dynamax Pokémon on their teams, so you will need to counter them with some of your own. Battles between two Dynamax Pokémon are explosive and will cause the energy and excitement in the stadium to reach its peak. Let me introduce one of the gym leaders to you. This is the Grass-type expert, Milo. Yaro. This gym leader is all about enjoying battles alongside his trustworthy Pokémon. Haben das Logo von Team Kalyptus geklaut. And you will have to fighting style to continue your journey. Look forward to facing many more heated battles against gym leaders over the course of your adventure. We've shown off quite a bit today. Ja, auf jeden Fall. But I have one more video I would like you to see. Und was? Jetzt geht jetzt. Please take a look. Cover Pokémon. Cover Pokémon release date? Oh shit. Oh mein Gott. Das sind die Cover Pokémon. 100 Pro. Ja, Cover Pokémon. Cover Pokémon. What the hell? Ist das ein Löwe? Ja, zwei Löwen. Schild und Schwert. Ah, I see. Okay, I see. I see. Schild und Schwert. Sehen die... Ja, die sehen relativ gleich aus.
Die haben einfach das... Das Ding mit dem Schwert sieht aus wie Sieve aus Dark Souls. Das ist einfach fucking Sieve. The two Pokémon you saw in the video just now are in fact legendary Pokémon of the Galar region. Zacian und Zamazenta. Zacian und Zamazenta. Zacian und Zamazenta. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will play in the story. Ja, die sehen cool aus. Also ich bin ganz ehrlich mit euch, die sehen sehr nice aus. I hope you enjoyed today's Pokémon Direct. Of course. What we revealed today is just a small part of what you will find in Pokémon Sword and Pokémon Shield. There are many more Pokémon and interesting characters for you to discover in the Galar region. We're putting everything we've got here at Game Freak into making Pokémon Sword and Pokémon Shield a game that everyone around the world will enjoy. Please look forward to it! Release Thanks date? To all of our guests from Game Freak. Release date. Finally. Yeah. I would like release to announce date. The Called release it. Date. Let's go. Pokémon Sword. 15. November. Will be available Früher als gedacht. 15th, Früher als gedacht. Nice. As a global simultaneous release. Global simultaneous. On the same day, we'll also be offering a dual pack version which okay. includes the following contents. I hope you will look Das Steelbook sieht eigentlich ganz nice aus, auch wenn ich nicht so der Gold-Fan bin. Thank you for watching. Chat, Skala 1 bis 10. Wie würdet ihr die Direct raten? Wie würdet ihr die Direct raten? Skala 1 bis 10. Hand aufs Herz. Wie würdet ihr die Direct raten? Ja, ich sehe übermäßig Positives, ja. Ich sehe niemanden, der unter 6 geht. Die meisten sind so im Bereich 7 plus. Finde ich nice. Nice. Also ich bin positiv überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin sehr positiv überrascht. Also ich würde auch sagen, 8 von 10 trifft es eigentlich ganz nice. Vielleicht sogar eine 9 von 10. Mir für eine 10 von 10 hat mir irgendwas gefehlt, was mich richtig vom Hocker haut. Aber diese Dynamax-Sachen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir werden uns den Trailer jetzt auch nochmal angucken. Wir werden uns ein bisschen in den analytischen Teil hineinwagen und dann sehen wir weiter. Phantom, Dankeschön für 35 Monate, by the way, ne? Willkommen zurück, Mann. Ich habe auch nicht erwartet, dass so viel vorgestellt wird, tatsächlich. So, kann ich hier noch zurückspulen und so? Geht das? Oder muss ich dafür jetzt erstmal noch ein bisschen warten? Ich glaube, man muss warten, oder? Bis die Dingens weg ist. Mehr Megas. Der Stahlvogel macht bei mir... Ey, der Stahlvogel sah insane aus. Der sah wirklich super aus. Dynamax fand ich ganz interessant, auch wegen den taktischen Kämpfen. Ich bin gespannt, ob man diese Dynamax-Sachen, ob man die dann halt in den Kämpfen raushauen kann. Also in Wi-Fi-Battles zum Beispiel. Und die Nationalzone finde ich auch sehr nice. Wie gesagt, wir werden uns den Trailer nochmal angucken und das alles geteilgerecht analysieren. Aber ich persönlich bin sehr, 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 sehr positiv gestimmt, dass diese Spiele nach Sonne und Mond Balsam für das Franchise sein werden. Definitiv, definitiv. Also die machen schon einiges richtig. Welche beiden Spiele wirst du spielen? Ich weiß es nicht. Ich mache es immer davon. Also ich kläre das mit Kira ab. Je nachdem, was sie meint, meine ich das andere. Mir ist es eigentlich immer ziemlich egal. So Trailer-Analyse, guys. Let's go. Trailer-Analyse, auf geht's. Erstmal will ich hier nochmal den Anfang neu aufsetzen. Also generell jetzt mal gesagt, die Grafik finde ich geil. Die Grafik finde ich richtig geil. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Diese Details so im Hintergrund, ja. Die Farben, ja. Ich finde das spitze. Das sieht super, super geil aus, ja. Also, Aussehen gefällt mir sehr nice. Das Spiel, wirklich, ist es für jemanden, der Pokémon nur auf dem Handheld gewohnt ist, ne. Dieses Kantige zum Beispiel. Wenn du das, dieses Abgerundete jetzt hier siehst. Die Farben, die halt wirklich super gut ineinander übergehen. Weiß ich nicht. Das allein für mich ist schon
der Wahnsinn. Rework für Voltilam. Ja, der Rivale sieht ganz nebenbei sogar auch ganz nice aus. Ne? Also zum ersten Mal seit langem, sage ich mal, der Rivale sieht cool aus. Macht einen stylischen Eindruck und mal nicht so ein, weiß ich nicht, so ein Weichei-Eindruck beziehungsweise Nervensägen-Eindruck, finde ich. Ja. Ja, die Grafik ist richtig knusprig. Wirkt irgendwie leer, so die Wiesen und so, da fehlen Blumen. Ja, das ist ja noch nicht das finale Spiel. Wart mal ab. Ja, das wird bestimmt gerade in dieser Nationalzone noch ein bisschen anders. Da sind sie. Das sind die neuen Pokémon ganz nebenbei. Zumindest drei von denen. Rein optisch. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Es geht manchmal... Kennt ihr aber diese Mobile Games, wo die das Pokémon-Prinzip klauen und dann so ihre eigenen Monster reinnehmen, aber eigentlich ist es 1:1 Pokémon? Ich habe so das Gefühl, dass ich das ein oder andere von denen dort in diesen Spielen gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, ich habe die in diesen Werbungen für diese komischen Mobile Games gesehen, okay, die halt Pokémon geklaut haben. Aber an sich sehen die eigentlich ganz nice aus, finde ich. Ja? Man darf halt nie so diesen Vergleich ziehen, finde ich, dass man die neueren Pokémon mit älteren Pokémon vergleicht. Weil das ist etwas, was viele machen und das finde ich nicht gut. Weil jede Generation hat so ihren eigenen Stil. Ja? Die Pokémon, die sehen natürlich nicht immer gleich aus. Ich werde jetzt diese Pokémon hier, die drei Pokémon hier, ich werde die nicht mit Voltoball oder Slimer oder so vergleichen können, weil die ja ihren ganz anderen Stil haben. Ja? Die haben auch ihren eigenen Stil und ich finde den Stil gut. Der passt nämlich zu dem Spiel, finde ich. Ja? Findest du es nicht schade, wenn die Arenen alle gleich wären, ohne ein paar Puzzles etc.? Sieht für mich so aus. Das weißt du ja nicht. Vielleicht gibt es ja noch so einen Vorraum, wo du dann erstmal so Rätsel lösen musst und dann geht's halt in diesen großen Stadionkampf mit dem Typen. Mit dem Arena-Leiter oder der Typin. Wie gesagt, ich finde hier persönlich das Schaf ziemlich süß. Das Schaf ist echt putzig. Die Blume ist relativ langweilig und das rechte Schildkrötenvieh ist auch recht nice. Aber das Schaf ist mein Favorit von den dreien. Lass mich mal eben kurz die Wasseranimation abchecken. Das Wasser sieht eigentlich ziemlich nice aus, finde ich. Oder generell diese World Map. Ich meine, wir sehen ja schon einiges hier von der Map. Wir haben hier ein Höhlental, wir haben hier die Wiesen und alles drum und dran. Sieht nice aus. Hast du die Herzen über den Mimion gesehen? Schau, dass es also Pokémon Ami wieder gibt. Ja, Pokémon Ami wirst du wahrscheinlich nicht rausnehmen aus den Spielen. Schauen das Schar featuring Pokémon. Hat der Typ nach, schau am Anfang. Rivale hat den Typ Nachteil. Schau am Anfang der Rivalenkampf. Oh, wait, what? Okay. Schauen wir uns gleich an. Das Ding. Ist das ein Elektro-Pokémon? Das sieht für mich nach einem Elektro-Pokémon aus. Oder ist das Sturzflug? What the hell? Schaut euch doch mal bitte diese Animation an. Look at this, wie krass das aussieht. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Das sieht richtig krass aus. Und wenn ich mir vorstelle, dass die anderen Moves auch in der Art hier in das Spiel integriert werden, der Wahnsinn. Also dieses Flug-Pokémon ist definitiv jetzt schon mein Lieblings-Pokémon in dem Spiel, von denen, die bisher revealed worden sind. Weil das sieht echt stylisch, edgy und cool aus. Also genau mein Style. Sieht eher nach Flugstahl aus? Stahl? Okay. Der Move sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Kostoso! Ist der gerade Pedalo gefahren übers Wasser? Wait. Der ist doch gerade Pedalo gefahren.
Fahrrad! Fahrrad über Wasser! Bruder muss los! Er fährt mit dem Fahrrad über Wasser! Wie krass ist das denn? Heißt das, man braucht in diesem Ort nicht mal mehr Surfer? Das ist natürlich auch irgendwie stylisch, oder? Muss los. Der fährt einfach mit seinem Fahrrad über Wasser. Das ist echt cool. Nice. Das erinnert mich ein bisschen an Zelda. An Breath of the Wild. Bin ich der Einzige, der Breath of the Wild-Vibes hat? Bei dieser Wild Zone? Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der Breath of the Wild-Vibes hat, oder? Ich habe richtige Breath of the Wild-Vibes, wenn ich mir das so angucke. Nee, hast recht? Was? Hier zum Beispiel. Das erinnert mich hier vorne an bei Schloss Hyrule mit Ganon und so, ja? Das ist interessant, aber es gefällt mir. Das haben sich ja viele gewünscht. Ja, und hier haben wir jetzt diesen Dynamax-Raid. Also zum Dynamax-Raid muss ich was sagen. Ich persönlich finde diesen Dynamax-Raid, die Idee dahinter, finde ich richtig cool. Weil zum ersten Mal hat man die Möglichkeit, strategisch mit mehreren Leuten zusammen was zu machen. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass man das zusammen machen kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht der ein oder andere Dynamax-Raid sogar recht schwierig sein wird, ja, so dass du zum Beispiel mit deinen vier weiteren Kollegen, mit denen du diesen Raid machst, ja, dass ihr euch eine Strategie überlegen müsst, ja, weil anscheinend ist da ja auch ein bisschen Tiefe drin, weil nur einer von diesen vier kann zum Beispiel eine Dynamax-Entwicklung raushauen, okay? Ich finde das ziemlich nice. Ich bin auf die Umsetzung gespannt, aber allein die Idee klingt richtig cool, ja, allein die Idee klingt richtig, richtig nice. Gefällt mir. Duo-Fights. Das ist ein Lidl Mega. Dynamax. Oh shit, ist ja Online-Singleplayer vom Ding her. Also ich find's nice. Ich bin auf die Umsetzung gespannt. Hoffe, man kriegt auch seltene Ja, richtig. Die Belohnungen wären auch sehr interessant. Also generell die Umsetzung. Mal schauen, was sie da mitmachen können. Aber die Grundidee finde ich sehr gut. Haben sich viele gewünscht. Einschließlich mir, nachdem ich in Pokémon Go ein paar Raids gemacht habe. Ja gut, die Umsetzung in Pokémon Go ist halt ziemlich wack. Das hier ist deutlich besser, weil es halt ein bisschen mehr Tiefe hat, ja. Zumindest kommt es für mich so rüber, weil es ja auch ein Main-Game ist und nicht ein fucking Mobile-Game, aber hey, who cares. Moment, ich habe die ganze Zeit ein Flashback, dass ich das irgendwo gesehen habe. Aber gab's das nicht sowieso schon mal beim Supertraining? Das gab's doch schon mal beim Supertraining, nur mit dem Unterschied, dass es dann aufblasbare Pokémon waren, oder? Ich denke die ganze Zeit, ich habe das doch schon irgendwo mal gesehen, diese riesengroßen Pokémon und diese kleinen Männchen, die da rumlaufen. Das ist doch Supertraining. Das gab's doch schon mal, oder nicht? Das sah doch genauso aus. Ich fände es gut, wenn man mit random Leuten machen könnte. Man hat ja nicht immer Zeit zum Zocken. Weiß nicht, ob es mit random Leuten geht. Aber, naja, du musst halt strategisch mit deinem... Also, vielleicht stelle ich mir das gerade zu schwierig vor. Ja, ich stelle mir vor, so ein Raid wird sehr fordernd sein. Jetzt gerade habe ich aber im Chat gesehen, fordernd und Pokémon, Omega Null. Ja gut, diese Person hat halt irgendwie recht. Ich meine, das ist Pokémon, das müssen auch kleine Kinder schaffen. Von daher kann es vielleicht sein, dass sie gar nicht so anspruchsvoll werden. Das wäre natürlich dann ziemlich schade. Aber wenn es anspruchsvoll wird, stelle ich mir persönlich vor, dass es eigentlich echt nice wird, da halt irgendwelche entsprechenden Strategien für zu finden. Ja, das soll gehen mit Randoms. Oh, okay, nice. Ist bestätigt. Okay, okay, cool, cool.
Ja, eben, sehe ich hier genauso, Tenchi. Also, ich habe es aber ganz nebenbei richtig verstanden, dass diese Dynamax-Arena-Kämpfe, dass die jetzt diese Standard-Arena-Kämpfe ablösen? Richtig, ne? Das sind jetzt die Arenen. Und in diesen Arenen wird man jetzt halt immer diese Dynamax-Sachen austragen können. Und nur in den Arenen. So haben die das doch eben gesagt, oder? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, ja, richtig. Diese Dynamax hält 3 Runden, das weiß ich. Ja, ja. Mir ging es jetzt nur darum, kann ich mich überall Dynamaxen, was irgendwie sinnlos wäre. Aber anscheinend geht es nur in den Arenen. Das ist einfach das Signature von Marina, denke ich. Dynamax gibt es nur in den... Genau, der Dynamax gibt es nur in den Arenen. Was mich jetzt halt noch interessieren würde, ist, diese Standard-Arenen gibt es dann aber nicht mehr, oder? Also es gibt nur diese Dynamax-Arenen, sag ich mal. Diese Stadien. Das sind sozusagen jetzt die neuen Arenen. Aber diese Standard-Arenen, die sind nicht mehr am Start. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Wir hatten auch schon in Sonne und Mond keine Arenen. Wenn wir jetzt wieder keine Arenen haben werden, heißt das, dass wir in Zukunft nicht mehr diese Standard-Arene in Pokémon-Spielen erwarten können? Riblamanto. Das war halt echt kacke. Aber vielleicht gibt es ja verschiedene Schwierigkeitsgrade. Vielleicht gibt es ja welche, die sind ja recht einfach und es gibt welche, die sehr, sehr schwierig sind. Arenen waren immer einfach das Beste bei Walkthroughs. Ja, ich mache mir halt selber gerade ein bisschen Sorgen, dass wir in Zukunft keine alten Arenen mehr erwarten können in Pokémon-Spielen. Aber es macht halt so den Eindruck. Genau, es ist eine ganz normale Arena, bloß dass es jetzt dieses Maxen gibt. Aber, ja, es hat halt nicht dieses klassische Feeling. Wisst ihr, was ich meine? Du gehst in eine Arena rein, du hast dann erstmal dieses schöne pflanzliche, sag ich mal. Du hast dann irgendwelche Efeu-Ranken, die überall sind. Und dann hast du noch die ganzen Trainer und irgendeinen Efeu-Ranken-Rätsel. Und dann irgendwann stehst du beim Arenaleiter und kämpfst gegen den Arenaleiter. Ja? Ja. Okay. Er hat einen Glu... Wait. Was haben meine Augen da gerade gesehen? Na Leute, seht ihr dieses Glurak hinten links? Heißt es etwa wieder, der Champion hat wieder mal ein Glurak? Ha! Gab's ja überhaupt noch nicht. Ein Champ mit dem Glurak. Wow. Das ist ein Smetbo. Hello, I'm Masuda from Game Freak. Hi, I'm Omori from Game Freak. Es wurde später in der Direct nochmal gezeigt, dass Glurak. Okay. Today, we would like to deliver the latest news on Pokémon Sword and Pokémon Shield to all of you around the world, right here from okay. Game Freak's office. Hier können wir ruhig ein bisschen vorspulen. One of these battles is often broadcast on television in the Galar region as well. Glurak X, das gedynamaxed wird. The most exciting part of visiting a new region is, of course, encountering Pokémon that you've never seen before. Ich find's ganz nebenbei schön, wie sie die neuen Pokémon revealed haben. Ich hoffe, das behalten die bei. Das haben die früher nicht in der Form gemacht. Früher war es relativ oberflächlich. Neues Pokémon, Daten zu dem Pokémon, bla bla bla, bisschen Gameplay, weg. Hier sehen wir halt tatsächlich nochmal jemanden, der ein bisschen was zu dem Pokémon erzählt. Sogar jemand, der Haupt- oder dafür verantwortlich ist, wie das Pokémon aussieht. Das finde ich sehr interessant. Hey, Jamie. Hello. I'm James Turner from Game Freak. I worked as the art director for these games. Schaut mal im Hintergrund, die Wand.
Die ist mir eben schon aufgefallen. Ich finde die super, super stylisch. Der sieht echt ein bisschen aus wie Wreckful, ne? Oder, hat jemand von euch schon den neuen Aladdin gesehen? Jafar? Der sieht genauso aus. Jafar sieht genauso aus wie der Typ hier, wie der Jamie. Egal. The first Pokémon I'd like to show you is Wooloo. This Pokémon's defining characteristic is its fluffy fur, which is treasured by weavers in a town in the Galar region, who use it to craft popular specialty goods. This Pokémon here is Gossifleur, the flowering Pokémon. Gossifleur favors Wally, Mr. the Stockroid, and its pollen is said to have healing properties. Meint ihr, das Ding ist wieder ein Pflanzenfeen-Pokémon? Ich finde halt die ganze Idee um Pflanzenfeen finde ich relativ langweilig. Ja. Finde ich. Aber. Ja. Ich bin generell nicht so der Pflanzenfan. Next Pokémon. Weil er Ausfall hat. Das hingegen ist sehr, sehr stylisch. Ich kann mir vorstellen, dass das eine riesengroße Mega-Entwicklung hat. Eien. Its vicious nature makes it a difficult Pokémon to tame for all but the most experienced trainers. Das ist sehr cool, das Pokémon. This Pokémon that can oh, und das ist natürlich der Chef, ja? Cramor. Corviknight. It puts its skills to use when working as a flying taxi, which will take the player back to any town. Das ist sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, warum das sehr, sehr wichtig ist? Weil das für mich das Zeichen dafür ist, dass es wieder keine VMs gibt. Ja, es gibt keine VMs. Fliegen als VM brauchen wir nicht. Es gibt jetzt das Flugtaxi. Ja, mit dem wir wunderbar von Stadt zu Stadt kommen können. Ja? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass es neue Megas geben. Wer ich? Nee, warum? Warum soll. Was? Mega? Ich hab doch nichts gesagt. Hä? Es könnte aber eine Entwicklung von Kramchef sein. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das hätten die wahrscheinlich schon angekündigt. As many of you already know, some Pokémon can evolve, changing their appearance and becoming stronger in the process. Ja gut. Die Entwicklung von dem Vieh ist natürlich. Ja. I don't know. Also. Ja. Ich habe Bob Ross, die Queen, Vibes. Eldegoss. Aber ja. As you can see, there are now small seeds scattered across its fuzzy head. Fuzzy head. These seeds are said to promote growth in plants and can revitalize both people and Pokémon. That's all I can show you this time. There are lots more Pokémon living in the Galar region for you to discover. Of course, you can look forward to finding many Pokémon. Oh, Fukano. M. Kercher, vielen lieben Dank für deinen Sub mit Twitch Prime. Ich habe ganz vergessen, die Alerts wieder einzuschalten. Dankeschön, M. Kercher. Willkommen bei uns im Palmen Club. Viel Spaß mit den Emotes. What the hell? Was ist denn hier passiert? Okay, jetzt scheint es wieder zu gehen. Alright. Already familiar with. I hope you're as excited as we are to encounter the amazing variety of Pokémon that inhabit the Galar region. Und jetzt kommt mein, weiß ich nicht, also ich finde, das ist das beste Feature überhaupt. Ich finde, das ist das beste Feature überhaupt. Meeting lots of Pokémon is one of the thrills of the adventure. Ja. Ja. Where you will find the widest variety of Pokémon out of anywhere in the galaxy. Diese Naturzone. A place called the Wild Area. The Wild Area, die Naturzone, ja. This wild das ist das beste Feature in dem Spiel, sage ich jetzt schon, einfach wegen diesem Open World Feature. As far as the eye can see. Das ist so cool. Das ist so cool. Das erinnert mich. Stellt euch mal vor, ihr könnt Fotos oder so machen wie Pokémon Snap, wie ein Pokémon Snap, ja? Viele Leute haben sich jetzt zum Beispiel Pokémon Snap gewünscht, ja? Wenn man hier in diesem Feature auch wieder so Fotos und so weiter machen kann. Da hat man noch Pokémon Snap in einem Haupt-Pokémon-Spiel drinnen. Wie geil ist das denn? Ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man hier auch irgendwelche Fotos oder ähnliches machen kann. Ja, einfach weil die das auch schon in Breath of the Wild haben. Und für mich steht fest, die haben sich hier ganz, ganz stark an Breath of the Wild orientiert. Luki, vielen, vielen Dank für 29 Monate. Willkommen zurück, mein Freund.
Zumindest was die Naturzone angeht. Meaning there will be new discoveries for you. Auch die Musik, hört ihr das? Das ist Breath of the Wild. Some of you may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera. Ja, seht ihr, ich meine, man kann die Kamera kontrollieren. Das ist für mich, also wenn es da keine Fotofunktion gibt, dann weiß ich auch nicht weiter. And even in the lakes, for you never know what you might find. In certain locations in the Galar region, a new phenomenon can be triggered that makes a Pokemon giant in size. Ja, gut, okay. Ich weiß nicht, wir können uns jetzt über diese, über Dynamix, ne, Dynamix? Wir können uns da jetzt gern, Dynamax, genau. Wir können uns da gerne drüber unterhalten. Ich persönlich, ich find's, weiß ich nicht, okay, ja, ist nice, ja, mal schauen, wie das wird. Ich denke nicht, dass man das in normalen Wi-Fi-Kämpfen, also Competitive-Kämpfen, nutzen kann. Wenn man das schon nur in Arenen nutzen kann, dann glaube ich nicht, dass man das in normalen Wi-Fi-Kämpfen nutzen kann. Auch wenn das sehr blöd wäre, weil eigentlich ist das ein neues Kernfeature. Warum sollte man das dann nicht da benutzen können? Aber dann gibt es wiederum diese Dynamax Raids. Keine Ahnung. Müsste man mal gucken. Das ist auch sehr interessant. Dynagewitter, Dynawall, Dynafaust, Dynaangriff. What? Was sind das für Angriffe? Wonach richtet sich das? Also da braucht man auf jeden Fall ein paar neue Infos. Massive in size, but also boost their power. All the moves they know turn into powerful max moves. Ach Moment, 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 Moment. Bedeutet das dann nicht einfach, dass ähnlich wie bei Z-Steinen, dass dann zum Beispiel Elektro-Moves zu Dyna-Gewitter werden und Wasser-Moves zu Dyna-Wassersplash oder so? Ist wahrscheinlich genau das gleiche, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ich gehe mal davon aus, dass es das gleiche ist. Lichtschild wird zu Dyna-Wall. Das weiß man leider noch nicht in Nordby. Einmal pro Kampf. However, the Pokemon will revert to normal after 3 turns. So, you need to choose wisely when to trigger it. Okay, man kann das auch in Online-Kämpfen benutzen. Man wird das auch in Online-Kämpfen benutzen können. Das lese ich zumindest da jetzt gerade raus. Was ich gar nicht so schlimm finde, je nachdem wie stark das ist. Weil 3 Züge, wo du Dynamaxed bist. Mal schauen, wie das wird. Man braucht da definitiv mehr Details, um das zu beurteilen. Aber wie ist das? Kann ich mich dann also mega entwickeln in einem Kampf? Und ich kann dann auch nochmal einen Z-Move benutzen? Und ich kann obendrauf auch nochmal Dynamaxen? Wobei, gibt es Z-Steine dann überhaupt noch? Uff. Z-Steine gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber kann ich mich mega entwickeln und dann nochmal einen Dynamax raushauen? Interessant. Mastering Dynamax will be, ich denke mal, es geht wieder durch ein Item. Pokemon, ja, definitiv. Muss ja sein. Sonst wäre das ein bisschen stark. Remember that wild area we told you about? Ja. If you connect other players, you'll find more ways to play there. Ja, zu den Raids habe ich eben was gesagt. Nur nochmal, um das kurz zu fassen, ich finde Raids geil, aber auch hier müssen wir gucken, wie es umgesetzt wird. Wenn es relativ langweilig, unspektakulär und nicht fordernd sein wird, finde ich es scheiße. Ganz klar. Wenn es fordernd sein wird, finde ich es nice. Hast du den Armreif bei Raids gesehen? Ja. Der ist ja aber für das Dynamaxen. So coordinating with your team will be crucial when taking on these powerful wild. Ja eben, das finde ich persönlich ziemlich nice, Rayoken. If you and your allies manage to Dynamax zerstört den Bildschirm in Showdown. Chance to capture the Pokemon in a truly dynamic catch sequence. Wow, egal. The Pokemon that you can take on in Max Raid battles also vary depending on where you are in the wild area and the state of the weather. Among these different Pokemon are some that can only be caught after you defeat them in Max Raid battles. So we hope trainers will join forces. Das bedeutet aber wiederum, wenn Leute legit ihren Decks füllen wollen, müssen die deine Raids machen. Viel Spaß, Leute. Und ich sag euch jetzt eins: So etwas wie
Homebrew oder so für die Switch. Deutlich schwieriger als auf dem 3DS. Viel Spaß. Ihr müsst raiden, wenn ihr euren Decks voll machen wollt. Oder tauschen, je nachdem. And test their skills against a variety of Pokémon. Max Raid Battles feature strategic cooperative 4-player gameplay against a single Die Map ist sehr, sehr groß, Ryuken. Die ist sehr, 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 sehr groß. Die erstreckt sich vom Anfangsgebiet bis zu der ersten größeren Stadt. Und das Gebiet ist riesig. Das ist fucking riesig. Das haben wir im ersten Trailer gesehen. Da haben wir das auch schon mal analysiert. Und da habe ich auch schon gesagt, das ist irgendwie weird, dass da so viel Platz ist. Das muss irgendetwas sein. Und das ist dann die Naturzone. Und die ist sehr, sehr groß. Kannst du dir im ersten Trailer, wenn du die Gala World Map anguckst, wait. Gala Map. Meinten sie Galatasaray? Nein. Where is it? Moment, hier. Extra für dich, extra für alle anderen. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal eben fix an. So. Weil jemand gefragt hat, dieses Naturgebiet ist hier unten. Seht ihr das? Hier unten. Das ist das Naturgebiet. Guckt. Hier, das ist die erste größere Stadt hier. Dieses Lokomotiven-Shit-Gedöns, bla bla bla, ja. Und das hier ist dieses Naturgebiet. Dieses ganze Gebiet ist das Naturgebiet. Das ist ziemlich riesig, wenn ihr mich fragt. Und das erstreckt sich nicht nur von hier unten, ja. Das ist ja nicht nur der Teil, den ihr jetzt hier in der Mitte seht. Es geht rechts oben ja zum Beispiel über so eine kleine Brücke noch weiter nach oben. Und zwar bis hier. Sogar, ja, richtig, bis hier. Da bis zur Mauer. Seht ihr den unteren Teil der Mauer? Das ist auch noch das Gebiet. Das gehört auch noch dazu. Das ist alles diese Naturzone. Ja. Ich bin mir nicht sicher, man hat auch Schnee gesehen. Wo ist denn das Schneegebiet? Das Schneegebiet ist hier rechts. Kann man da eventuell auch nochmal rein? Vielleicht ist es auch ein Naturgebiet. I don't know. Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, dieses Gebiet hier, das ist das Hauptgebiet, was man auch definitiv gesehen hat, wegen diesem Turm hier oben links, ja, den hat man im Trailer gesehen. Und das erstreckt sich halt über diese kleine Brücke, hier diesen schmalen Gang hier Mitte rechts, über dieses Tal der Toten hier, wo dieser, ich glaube, das ist der Wiederball, wo der Wiederball ist. Und ja, das ist ziemlich groß, das Gebiet. Ich glaube, Schnee kommt mit dem Wetter. Ja, ich glaube auch, dass Schnee mit dem Wetter kommt, Annie. Aber das ist alles, was ich euch gerade gezeigt habe, ist dieses Naturgebiet, die Wild Area. Which is a first for the main series of Pokemon games. It's going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch System's local wireless functionality to tackle these battles with friends. Pop dreams to one day become champion. Ja, weiß nicht. Muss ich was zu den Charakteren sagen? Soll ich was zu den Charakteren sagen? Champion sieht für mich ganz okay aus. Nichts, wo ich sagen würde, bombastisch, aber der sieht okay aus. Der Champion ist okay. Der ist, I don't know. Ja. Ein sportlicher Champion halt. Ja. Der ist okay. Ja, sagen wir mal so 6 out of 10. Hop, unser Rivale, den finde ich cool. Ich finde den cool, der hat für mich so ein bisschen Gary-Vibes, ja. Sorry wird wahrscheinlich sein, er ist der kleine Bruder vom Champion und der kleine Bruder, der will ernst genommen werden und will seinen großen Bruder zeigen, dass er es drauf hat. Bla bla bla, besiegt ihn irgendwann und ihr müsst dann gegen den Rivalen kämpfen, I don't know, irgendwie sowas. Aber ich finde den eigentlich ganz stylisch, ja. Der ist ganz cool. Ich finde den Namen kacke. You and Hop will receive a great deal of support from these two characters. Und wir haben zum ersten Mal seit langem, Leute, ja, haben wir mal wieder, und das ist sehr, 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 sehr interessant, einen weiblichen Professor. Wir haben einen weiblichen Professor. Wann gab's das zuletzt? Black and White. Professor Esche, oder? Sonst waren es doch immer Männer. Und jetzt haben wir wieder eine ältere Dame. Das ist eine Premiere. Wir hatten noch nie eine ältere Dame. Professor Magnolia is the professor of the Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Sonia is her granddaughter and also serves as her assistant.
Ja, hier haben einige gesagt, Waifu-Potential. Okay. kann ich nicht beurteilen. Was ich interessant finde, ist, jemand hat angesprochen, dass der rivale Typen-Nachteil hat. Jemand hat gesagt, und zwar am Anfang sollte das gewesen sein. Ich suche mal die Stelle raus. Der Rivale soll Typen-Nachteil gegenüber uns, dem Protagonisten, gehabt haben. Yes! Yeah, Monka S. Exo! Vielen Dank für 3 Monate. Willkommen zurück. Danke für den Support. Er hat Typen-Nachteil. Seht ihr das? Er benutzt... Also, Hopp benutzt das Pokémon, was schlechter ist gegen uns. Bedeutet das, dass zum Beispiel diese Assistentin, wie heißt sie nochmal, Sonja, I don't know, dass sie dann halt das Stärkere bekommt und auch nochmal ein Rivale ist, also 2 Rivalen? Here's across the region. It's no exaggeration to say that he is the most prominent trainer in all of Galar. Ja. Begins on the same day as yours. Hinweis, wenn keine 3 Spieler für die Teilnehmer an Dynar Raids zur Verfügung stehen, werden deine Gruppe automatisch computergesteuerte Trainer hinzugefügt. Okay, nice. Ist auch gut zu wissen. Für Leute, die keine Freunde haben. Oder kein Internet. On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from these 2 characters. Professor Magnolia is the professor of the Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Sonja is her granddaughter and also serves as her assistant. Da stand aber, dass Hopp einer der Rivalen ist. Er sagt auch, Hopp ist einer der Rivalen. Ach so, okay, never mind. Dann habe ich nichts gesagt. Da gibt's natürlich mehrere. Dann ist Sonja wahrscheinlich auch eine. Ne, Sanja. Their abundant wisdom and sound advice will surely come in handy throughout your adventure. Pokemon. Na, hier muss ich nichts zu sagen. Please take a das ist wahrscheinlich die erste Arena. Der Arenaleiter hier, keine Ahnung, wie hieß der, Tom, Major Tom, wird wahrscheinlich der erste, ja, Jaro, der wird wahrscheinlich der erste Arenaleiter sein. Ja, also stellt euch darauf ein, erste Arena, Pflanzenarena, konnte man ja auch anhand der Map schon sehen, ja. Oi, Football, Three-Head. Fahrrad fährt über Wasser durch das Smart Rotom. Oh. Smart Rotom, what the hell is this? Der hat keine Nase. Voldemort. So, und ich will mir am Ende noch... Das sind die Cover Legendaries, by the way. Da wurden sie zum ersten Mal geleakt. Enthüllt, meine ich. Was haltet ihr von den Cover Legendaries, by the way? Das ist das Letzte, was ich heute noch ansprechen möchte. Are in fact legendary Pokémon of the Galar region, called Zacian and Zamazenta. Ich finde die richtig stylisch. Hey, Evil, grüß dich. Richtig geil, Legendaries sind nice. Ich finde die Legendaries auch richtig cool. Ich fasse mal zusammen, Professor gleich Miss Finster, Champ gleich Zuhälter, Sanja oder so gleich Ginger, Hopp gleich doofer Name, aber cooler Stil, Jaro sieht aus wie Voldemort, weil keine Nase. LOL. Ja, es waren ja noch nicht alle Charaktere, da wird es ja noch mehr geben. Regi, schau die Webseite an, da stehen noch mehr Infos. Machen wir nach dem Trailer. Ich mach das schon mal auf, Annie. Ja. Okay. Ich finde aber, wie gesagt, die Mons sehen ziemlich geil aus. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will play in the story. Ja, das Schwert, die Ding sieht halt aus wie Sif aus Dark Souls. Und das Schild-Ding sieht halt irgendwie kacke aus. Also ich mag Zacian. Zacian sieht echt cool aus. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Leute das Ding Sif nennen werden, okay? Und Mazzicento ist halt, I don't know. Ein Schildgesicht. Ja, das ist Steve Shubi. For yourself, just what role Zacian and Zamazenta will play in the story. Okay. Ich finde das Schild geiler als das Schwert. Ich finde das Schwert geiler. Aber auch nur, weil ich Steve super stylisch finde. So. Die Pokémon der Galar-Region. Gibt es hier mehr Infos? Oh, tatsächlich. Oh,
hier stehen die Typen der Pokémon. Let's go. Wolflaum. Was ist denn Wolflaum? Steht das hier? Steht nicht hier. Schade. Aber es hat Belebekraft. Ugh. Was ist mit Kotomi? Pflanze. Wolflaum. Was macht denn Wolflaum? Steht das da? Wenn Cortini sich so genannt hat. Dieser wirkt wie Polster, das seinen Kopf vor Schaden schützt. Okay. Five Head. Was ist mit Wolli? Ist das ein Normal-Pokémon? Ah, okay. Wolli wird anscheinend das Normal-Pokémon sein, was man zu Anfang jeder Generation immer fangen kann. Stahlflug. Es ist tatsächlich Stahlflug. Kramor ist ein Stahlflug-Pokémon. Und wahrscheinlich mal ein Stahlflug-Pokémon, was offensiver ist als Panzer-Aeron. Holy shit. Man sagt, dass in der Galar-Region kein stärkeres Pokémon den Himmel bevölkert als Kramor. Oft kann man beobachten, wie es furchtlos durch die Lüfte gleitet. Pokémon, die töricht genug sind, ein Kramor zum Kampf herauszufordern, ergreifen angeblich bereits nach einem stechenden Blick und schrillen Schrei dieses furchteinflößenden Pokémon die Flucht. Boah. Das sieht brutal aus. Was ist mit Kamalen? Was ist das für ein Typ? Wassergestein? What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wassergestein finde ich sehr langweilig. Ich hätte eher mit Wasserstahl oder so gerechnet. Oder mit Stahl, keine Ahnung was. Auf jeden Fall Stahl, aber nicht Gestein. Aber vielleicht wird das noch zu einem Stahl-Pokémon. Titankiefer und Panzerhaut. Fossil, maybe? Fossil? Aber die wandern doch wild umher. Toll, ein schlechtes Curry-Pass. Yes! Yeah, it's the reason! Hype! Dankeschön für 2 Monate. Willkommen zurück, Mann. Hype! Kämpfe gegen wilde Pokémon. Pokémon und ihre Fähigkeiten. Wolflaum, die Fähigkeit von Kotoni und Kotomi, ist eine dieser neuen Fähigkeiten. Wenn ein Pokémon dieser Fähigkeit von einer Attacke getroffen wird, verstreut es Wolflaum, der die Initiative anderer Pokémon senkt. Hä? Wait. Moment. Heißt das, dass wenn Kotomi angegriffen wird, dass der Gegner -1 Speed bekommt? Ja, ne? Klingt eigentlich ganz nice. Klingt eigentlich ganz nice. So, anything else? Arenaleiter und Dynamax. Der Pokédex und das Smart Rotom. Oh no. Oh no, es ist einfach ein Rotom in einem Smartphone-Design. Oh no, es ist ein Rotom im Smartphone-Design. Oh. Aber ich meine, hey, immerhin geht Game Freak mit dem Zeitgeist, ja? Warum denn nicht? So, ganz nebenbei, einen kleinen Moment.
Okay, Freunde der Sonne. Sorry about that, wir sind hier mit dem Pokédex und das Smart Rotom, okay? So, über jedes Pokémon, das du auf deinem Abenteuer findest oder fängst, werden Pokédex-Informationen angelegt. In diesem Spieltitel ist der Pokédex deiner Smart... Ach so, das ist der Pokédex. Das ist einfach der Pokédex. Dein Smart Rotom kann auch viel mehr als einfach nur als Pokédex dienen. Wenn du zum Beispiel an deinem Fahrrad anbringst, kannst du damit schneller oder sogar über Wasser fahren. Wie geil ist das denn? Aber ja, Cerberus spricht es gerade an. Er ist sich zu 90% sicher, dass es ein Foto-Feature geben wird. Wenn man ein Rotom-Smartphone hat, liegt die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr nah, dass man ein Rotom-Smart-Feature hat. Definitiv. Mit Fotofunktion. Was gibt's hier noch? Dyna-Raid, Arena-Leiter, die Naturzone. Da würde ich mir gerne noch ein bisschen was zu durchlesen, ja. Oder zu den Cover Legendaries. Die Cover Legendaries, das ist auch sehr interessant. Boah, hier haben wir nochmal schöne Bilder von denen. Wow. Wetten, ist es nerviger als Navi? Hoffentlich nicht. So, die legendären Pokémon Zacian und Zamazenta. Das sind die legendären Pokémon, die auf den Verpackungen von Pokémon Schwert und Pokémon Schild abgebildet sein werden. Nicht einmal die Bewohner der Galar-Region kennen diese geheimnisumwobenen Pokémon. Seine glänzende Klinge kann alles durchschneiden, sein gleißender Schild kann jede Attacke zurückwerfen. Ha! Leute! Soll ich euch mal was erzählen? Was hat uns Miles Edgeworth in Phoenix Wright erzählt? Woher kommt das Wort Widerspruch? Ha? Eine kleine chinesische Anekdote. Cool Story, Bob. I know. Es gab mal, ja, einen chinesischen Schmied. Der hat dem chinesischen König einer Region gesagt, ich habe ein Schwert, was alles zerschneiden kann. Und dann hat er gesagt, und ich habe ein Schild, was jeden Angriff widerstehen kann. Und dann hat der König gesagt, pass mal auf, Kollege. Das war schön und gut. Aber ist das nicht ein Widerspruch? Das beides? Erinnert mich ein bisschen an diesen Spruch hier, ja? Kann alles zerschneiden, kann alles zurückwerfen. Just saying. Wenn Zacian angreift, bewegt er sich würdevoll, dass es damit seinen Gegner in sein Band zieht. In seinem Maul hält es etwas, das wie ein Schwert aussieht. Was? Es hält in seinem Maul etwas, das wie ein Schwert aussieht. Also ein Schwert. Zamazentas majestätische Bewegungen überwältigen jeden, der es wagt, sich ihm entgegenzustellen. Sein Körper ist von etwas bedeckt, das wie ein Schild aussieht. Gut, das ergibt mehr Sinn. Das erinnert mich wie an Suikoden 2. Gab es da sowas ähnliches? Die Menschen und Pokémon der Galar-Region. Moment, Leute, Hand aufs Herz. Wen findet ihr cooler? Zacian oder Zamazenta? Kira? Okay. Also Zacian ist klein und süß. Ach so, so elegant. Ja, okay. Ich sehe auch im Chat, die Leute sind sich nicht einig. Und das freut mich, weil normalerweise siehst du immer bei Cover Legendaries Leute, die sagen, das ist cooler als das. Und alle sind sich, oder der größte Teil ist sich einig. Hier sehe ich tatsächlich eine sehr, sehr große Ausgeglichenheit. Also ich bin zum Beispiel, ich finde Zacian stylisch, Kira auch, ja. Zamazenta sieht auch nicht schlecht aus. Die sehen beide gut aus. Aber ich mag Zacian. Aber auch nur, weil er mich an Sif erinnert aus Dark Souls. Wobei mir die Farben bei Zamazenta besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Zamazenta ist Boss und Zacian cool. Das ist 1:1, was Kira eben gesagt hat. 1:1. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ja, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, diesen aufgepumpten Arena-Leiter, keine Ahnung, mit dem kann ich nichts anfangen. So stelle ich mir Annie vor, wenn ihr mal trainieren geht, by the way. Die Menschen und Pokémon der Galar-Region, dein Pokémon beginnt mit 1 dieser 3, blablabla. Hier, die Naturzone.
In der Galar-Region existiert eine weitläufige Fläche, die als die Naturzone bekannt ist. Die Naturzone bietet dir eine unberührte Landschaft, soweit das Auge reicht, und sie verbindet mehrere Städte miteinander. Der Arena-Teil ist entweder 10 oder 40 Jahre alt, irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht genau. Das ist so cool. Ich mochte diesen Sandsturm, der ja tatsächlich stattfand. Und Leute, ich muss nochmal die World Map rauskramen, weil guck mal. Hier ist nämlich 1 zu 1 genau das, was ich eben gesagt habe. Seht ihr zum Beispiel da, wo der Wiederball ist? Seht ihr das, wo der Wiederball ist? Das seht ihr, ne? Guck mal, da, wo der Wiederball ist, ist hier auf dem Bild da, wo das Despotar ist. Mit diesen maroden Bäumen und so. Da, wo hier unten links das Branavarz ist, das ist für mich der Teil hier, hier oben. Über dem Wiederballteil. Bisschen weiter oben. Also man erkennt hier tatsächlich die ganzen Gebiete auch wieder. Das hier zum Beispiel, wo das Milotic ist, das erinnert mich ein bisschen... Das sieht ganz nebenbei super stylisch aus, dieses Gebäude im Hintergrund. Das erinnert mich auch hier an diesen kleinen See. Wait, welcher See ist denn das? Hä? Das muss hier der See sein, ne? Hier links, hier an der Mauer. Der kleine Teich muss das sein, glaube ich. Ne, ist weiter unten, Regi. Links oben? Ich hätte auch gesagt, dass es hier so links oben ist. Unter dem Schlossding. Ja, meine ich ja. Hier so. Ihr seht meine Maus gerade nicht, by the way, ich weiß. Aber trotzdem. Aber es wäre dann ja zu nah an der Stadt. Egal. Ah, sehr, sehr interessant. Sieh dich in der Naturzone um. Während du dich in der Naturzone aufhältst, kannst du die Kamera steuern, um die weitläufige Areale um dich herum besser nach Pokémon und Items abzusuchen. Es gibt auch Items in dem Gebiet. Okay, cool. Das sieht so cool aus. Diese Naturzone wird das Beste überhaupt an dem Spiel. Direkt über dem Wiederball. Das könnte auch sein. Ja. Aber das sieht so super, super, super stylisch aus. Wirklich. Dieses ganze Spiel. Und wir haben jetzt ein Release-Date. Also Release-Date für das Spiel ist ganz nebenbei... In 5 Monaten, ne? Bisschen mehr als 5 Monate, Leute. Oh Gott. Also, zusammengefasst, wir sind jetzt soweit so gut fertig mit der Coverage. Was haltet ihr nach heute von den Spielen? Freut ihr euch mehr drauf? Ja? Ist es euch immer noch egal? Wie schaut's aus, Chat? 15. November nehme ich Urlaub. Das könnte die beste Region ever werden. Dieser Rabe ist wohl Necrozma's verschollener Bruder. Ja, hast recht, die Naturzone wird awesome. Ey, die Naturzone ist das Beste im Spiel, Eve. Und grüß dich, willkommen zum Stream. Die nächste Direct soll scheinbar am 31.08. sein, also nach der Gamescom, okay. Hype, 8 out of 10. Hyped as fuck, richtig krass, mega gehyped, Trash nach wie vor. Ja, Marcy, du bist eh nur sauer, dass es keine Mega-Entwicklung fürs Metbo gibt. Ich freue mich sehr. Also ich sehe schon, überwiegend positiv. Ich bin ein wenig skeptisch wegen den Raids. Open World hab Bock. Ja, Open World, Naturzone ist geil. Mir gefällt das Dynamax nicht so. Also Raid ist cool, aber dann hätte ich dann noch lieber Megas bekommen für Competitive. Ja, Leute. Megas sind Gen 6 Exclusive. Die werden wir in zukünftigen Spielen nicht erwarten dürfen. Genauso wie Alola-Form und weitere Z-Moves oder sowas in der Art. Der Hint für den Termin ist der Zar auf den Rücken von dem Arena-Leiter. Das war bei der letzten Direct auch schon so. Echt? I hope you enjoyed today's Pokémon Direct. Of course. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen. Schau die Hose an. Was?
rival will need to take on the Pokemon gyms throughout the region in order to achieve your goal of becoming champion. These gym stadiums are constructed in very special locations that allow for Pokemon to be Dynamaxed. The gym leaders also have extremely powerful Dynamax Pokemon on their teams, so you will need to counter them with some of your own. Warte mal, wo ist das? Das war am Anfang, wo die aufeinander zugelaufen sind. Das wollte ich sehen. Was it here? Raid. Hello, I'm Masuda. Keine Ahnung mehr. Auf der Website? 31. Was? Ich sehe da nichts. Ah, ich muss mir das in Zukunft nochmal durchlesen. Also ich sehe da nur eine 831. 31. 8. Der Trailer ist so umfangreich, dass man da vieles verpassen kann. Ja, tatsächlich, das ist der Wahnsinn. Hä? Also ist das für euch jetzt ein Hint? Dass ab 31.08. jetzt die nächste Direct kommt? Ist das für euch ein Hint? Dass am 31.08. jetzt die nächste Direct kommt? Also jetzt ernst gemeint? Ja, im Englischen ist... Ja, ich weiß, dass es im Englischen so ist, aber... Ist das für euch der Hint? Hatte der, War das in dem letzten Trailer so, dass auf heute, den 5. Juni, Beim letzten Mal hatte der Main Character die Nummer 65. Ach, das meinte ich. Ja gut, interessant. Das ist, das ist ja mal echt geil, das wusste ich gar nicht. Aber schön, dass die Leute auf sowas achten. Ich wäre da alleine nicht drauf gekommen. Das heißt, am 31.08. können wir den nächsten Trailer erwarten. Das kommt gleich in meinen Kalender. Kira! 31.08. nächste Direct! Okay. Nächste Direct ist vermerkt, Chat. Okay. Freunde, wir sind am Ende unserer...